Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Europa und SAS 3 mit der Mod Death von Texas 9.2 Deutsch und Byzanz. Und die dabei ist. Der Servitan. Ja, ich habe gefragt, letztes Mal, nun der größte Teil wurde ist, dass ich es fortsetze, was ich auch nachvollziehen kann, irgendwie Blitze abzubrechen. Auch einige EU4 mit Byzanz, das ist leider nicht möglich, außer ich tue in Zicker 2 ein sehr safe zu importieren. Weil Byzanz einfach der Historie entsprechend zu dem Zeitpunkt zu schwer ist. Also es wäre vielleicht möglich, mit ihnen zu spielen, aber die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, ist ziemlich gering. Ja. Ja, das ist schwer. Wobei es gehen könnte, aber es ist halt... Das haben wir nur in einem MP-Spiel geschafft. Ne. Und dann hast du Überdehnung, wenn du zu viel annektierst. Einfach ist es auf keinen Fall. Ja, hier habe ich unschöne Kriege. Oh Mann, Kastilien, was möchtest du denn? Ich hätte so viel Geld. Komm, ich bin reich. Tja, noch hat EU4 weniger Provinzen als die Mod Dev in Texas, aber dafür bietet sie schon einige andere Besserungen. Unter anderem allein grafische Besserungen. Ja. Die Rebellen in Istrien sind erfolgreich. Da musst du wieder Sanktionen für die Rebellen machen, damit dir das Ding nicht wegrebelliert. Was wollen die denn? Das sind Freiheitskämpfer. Naja, du kannst ihnen aber lokale Autonomie gewähren. Friedenszustand. Ich bin nicht im Friedenszustand. Ja, das ist das Problem. Mir endlich mal in Ruhe. Ich verstehe nicht ganz, warum meine Truppen so stark versagen. Militärtechnisch war ich doch gar nicht so weit hin. Ja, militärtechnisch. Bist du 1-1 zurück? Ja, ich wollte mein nächstes Mal nochmal. Oh, neue Einheiten. Die können schon Unterschied ausmachen. Hm. Ein Friedensangebot von... Von wem? Bulgarien. Aha. Bulgarien ist aber vollständig besetzt von deinen Alliierten. Ich wollte noch, dass er was abdrehte. Genua ist eher das Problem. Ja, das interessiert mich jetzt. kann ich wenigstens jetzt endlich mein Handelszentrum bauen? Oh, komm jetzt. Rebellen erfolgreich. Ja, die verdammte Kriegsmüdigkeit. Sammelt die Truppen. Für einen letzten Schlag hoffentlich. Genua, lass mich in Ruhe. Was wollt ihr denn? Ja, ich werde sicher nicht katholisch. Das wär's jetzt. Wie schaut's aus mit Militärtradition? Mein Befehlshaber ist gefallen, beziehungsweise gestorben. Da kriegen wir jetzt am besseren. Ey, bleib mal stehen. Ah, Fernkampf 2, Nahkampf 3. Du könntest übrigens vielleicht, naja gut, Bulgarien ist ja in der Allianz, aber du könntest es, wenn du den Krieg gewinnst, vielleicht sogar annektieren. Ja, sie verhandeln ja für sich selber. Mhm. Das ist gut, dann könnten wir sie wirklich annektieren. Wenn das jetzt nicht klappt, fress ich am Besen. Willst du das wirklich tun? Weiß nicht, es kommt schon. Ihr seid so überlegen. Ah! Am Ende. Am Ende. Du wirst doch.
Ei. Du willst nicht wirklich einen Besen fressen, oder? Okay, ich glaube, du musst einen Besen fressen. So. Na gut. Was wollen die denn? Ich glaube, sie wollen dich besiegen. Ah, ein Friedensangebot von Genua. Was wollen sie? Dass ich mich von einem Gebiet abtrenne. Welches das wäre? Jania. Janina? Ja. Aua. Wem sollst du das geben? Ihnen, oder was? Ja. Willst du das tun? Ich weiß nicht, ich habe fast keine... Georgien hat dir den Krieg erklärt, also nimm an. Ah, auf mich wird der nur eingedrescht. Eine Republik hat dich... Oh mein Gott. Du hast keine Soldaten mehr. Ja, die wurden gerade alle aufgelöst. Ja, deshalb hat dir auch Georgien den Krieg erklärt. Oh Mann. Georgien marschiert schon bei dir ein. Was? Bitte, lasst mich in Ruhe hier. Ich bin gut. Ach, die Ritter haben das erobert, aber du kannst mit Bulgarien Frieden schließen. Ja, oh. Ach! Oh, bescheuert ist denn das? Okay, wertet meine Vasalle. Trete noch etwas Geld ab. Oh, Portugal weißer Frieden. So, Kastilien, lass uns auch auf weißen Frieden ein. Verdammt, was dir Genua weggenommen hat. Ich hoffe, das rebelliert bald. Noch haben sie dort ziemlich viele Soldaten stehen. Verdammt, Kastilien ist immer noch im Krieg mit mir. Ich weiß. Wenigstens habe ich reiche Geldvorräte. Ich habe keine schöne Situation. Ja. Leist uns mal einen Doc. Schaut's mit dem Bratern aus? Ist die Inflation schon mal runter? Ach, die ist ja schon längst runter. Kannst du rausnehmen. Oh, nur habe ich keinen guten Ersatz. Ja, du musst halt mehr Magistrate ausgeben. Kulturtradition. Das Element haben die ja aus EU4 rausgenommen. Das Ironische ist, dass so brauche ich einen Künstler. Aber es gibt keinen Künstler. Da musst du wahrscheinlich erstmal einen Künstler anwerben. Ja, ich kann keinen Künstler anwerben. Doch, müsstest du. Nee, ich habe nur einen für Zinsen. Du weißt schon, dass du unter große Persönlichkeiten rekrutieren einen Künstler rekrutieren kannst und dann austauschen kannst. Jetzt kannst du ihn ja ersetzen. Na super. Jetzt kannst du Magistrate ausgeben. Nicht genug Prestige. Ja, das musst du dir wohl jetzt erstmal erarbeiten. Muscovy marschiert bei dir ein. Was? Wen filme ich jetzt aus dem Krieg? Mit Georgien, nee. Muscovy. Es fehlt nur noch Polen, Litauen. Oh Gott, das wäre das Ende. Aber nee, Litauen ist eigenständig. Litauen ist eigenständig. Interessant. Ja, Tech verlieren. Danke für das Event.
Frage ist, was meinen Sie? Ja, und die Serben wollen natürlich national werden. Vor kurzem erst annektiert. Wann kriege ich endlich mein Handelszentrum? Ich glaube, das würde mir schon unheimlich bei der Forschung helfen. Sehr anders ist jetzt bei EU4. Ja, bei EU4. Ich finde das System von EU4 aber besser, muss ich sagen. Ja, fühlt sich aber auch ein bisschen wie ein Glücksspiel an. Ja, wegen Wenn du einen blöden Herrscher hast. Naja. Wie gesagt, es wäre gut gewesen, wenn sie in EU4 noch eine Art Stammbaum in verringerter kleiner Form eingebaut hätten, sodass man zumindest wüsste, wer an die Macht kommt und vielleicht ein bisschen Einfluss drauf nehmen könnte. Es wäre aber auch wieder zu viel, wenn man direkt wie in CK2 Einfluss drauf nehmen könnte, weil dann wäre es wiederum zu einfach. Oh, jetzt komm, Moskau, such dir andere Ziele aus. Es ist sowieso interessant, dass Moskau Interesse daran hat, dich zu vernichten. Als hätte sie nicht genug Sorgen mit Nowgorod und Litauen. Halt, die Summe würden sie annehmen. Könnte Kastilien raushauen. Für was? Für 925 Gold. Ist doch Wahnsinn. So viel können sie dir auch nicht anrichten, gerade. Zypern. Na da. Mit 11.000 Mann. Wenn es weiter geht, fordern die aber bald Provinzen. Sie haben ja sogar schon Bosnien, okay. Ich weiß ja nicht. Es sieht ja sowieso sehr kritisch für uns aus. Ich habe ja echt das Gefühl, in diesem Spiel, mit diesem Byzanz, jeder Aufstieg werde ich eingetrasht. Tja. Jetzt weißt du, wie sich das historische Byzanz gefühlt hat, einige Jahrhunderte früher. Ewige Einfälle von irgendwelchen Völkern und dann noch die Einmischung des Westens. Sie würden nicht annehmen, sie würden nicht annehmen. Oh, jetzt komm, Kastilien, was hast du überhaupt dein Interesse an meinen Gebieten? Kolonisiere gefälligst. Sie ist positiv, du hast Ahea erobert. Toll. Wie ist meine Kriegsmüdigkeit? Wahrscheinlich ziemlich hoch. Ne, noch nicht einmal. Die ist auf Null. Warum? Was ist... Ich verstehe meine Truppen gerade nicht. Ich vermute, die westlichen Truppen haben jetzt bereits... Na gut, aber bei Muscovy... Ein bisschen komisch ist das schon, aber... Vergiss nicht, dass wir auch auf einer hohen Schwierigkeitsstufe spielen. Oh ne, jetzt dringt nicht immer weiter ein. Ja, ich glaub, das wären... Ich glaube, da werden Provinzen rollen. Ja. Ich weiß auch schon, was ich Georgien an deiner Stelle geben würde. Gunnibit. Ja, das könnte ich auch nicht gerne haben.
halt... Anscheinend sind sie noch nicht verhandlungsbereit. Ja, wir haben Achaea verloren. Freut mich. Nicht gut. Übrigens, sogar Äthiopien ist mit dir im Krieg. Was zur Hölle? Ja. Hallo, ihr habt... Welchen Verteidigung? Was für ein Gelände? Teilweise eben. Ein Hügel. Hügel! Da verliert ihr! Das könnten sie sogar... Naja gut. Sie haben halt sehr viel Glück, die Truppen. Boah, der General ist aber auch heftig. Nahkampf 5. Ja. Aber deine Truppen hatten auch wenig Glück in der Schlacht. Jetzt wurde sogar Korfu schon erobert. Übrigens wird Janina gerade von Genua bekehrt. Das könnte beschleunigen, dass es zur genuesischen Kultur übergeht. Jetzt weiß ich, was ich mit meinem Geld mache. Komm schon. Ja, dann wird eben entdeckt. Ja gut, es hat funktioniert, aber es sind weniger Truppen als die von Genua. Kastilien. Okay, sie verlieren. Ich hab's im falschen Moment ausgelöst. Warum hasst ihr mich alle so? Ja. Das liegt wohl daran, dass du Byzanz bist. Bula! Bolu hast du verloren. Dein Reich bricht zusammen. Ah. Okay. Na gut, immerhin. Hast zwar dadurch jetzt eine der türkischen Provinzen verloren, aber... Ah, da war Kupfer. Athen auch noch. So, Kastilien, was willst du jetzt bitte? Vielleicht wollen sie, dass Bosnien in die Unabhängigkeit gelangt. Dann würdest du keinen direkten Landverlust haben. Sie würden sich für Ragusa und Morea einlassen mit etwas Geld. Morea würde ich... Willst du ihnen wirklich Morea geben? Sogar mit kein Geld lassen sie sich auf beides ein. Dann musst du entscheiden. Verlierst du halt ganz den südlichen Peloponnes-Teil noch dazu. Würden sie auch annehmen, Bosnien und Ragusa zu entlassen? Bosnien entlassen? Bosnien ist arm. Auf Ragusa, wenn ich ihnen Ragusa gebe und Bosnien entlasse. Dann musst du das wohl machen. Wir haben keine Chance. Oh Mann. Bekomme ich jetzt endlich meinen Frieden? Du solltest mit Bosnien so schnell wie möglich wieder eine Staatsehe eingehen. Bosnien ist übrigens immer noch dein Verbündeter.
Aber jetzt musst du die ganzen Revolten niederschlagen. Ach, verdammt. Jetzt hat sich das auch noch abgespalten. Ja, ich hatte keinen Frieden. Ah, bis vor kurzem hättest du es noch tun können. Nee. Die Bedingung war ja, dass Frieden wird. Kein Ja. Krieg haben. Ja, aber das ist ja jetzt vor kurzem erst passiert. Du hast ja Frieden geschlossen. Also schon, da konnte ich nicht mehr handeln. Ich hab's vergessen. Tja, damit ist Istrien auch weg. Jetzt ist Kassil in Krieg mit England und Schweden. Na Die lassen super. ja nichts unversucht. Litauen besitzt übrigens immer noch seine Kolonie in Marokko. Ja. Was die auch immer damit wollen. Ja. Dann kann ich jetzt schön den Truppen finanzieren. Die Mamelucken stehen wieder bedrohlich an deiner Grenze. Also wenn die jetzt auch noch kommen, dann... Boah. Ja, jetzt hat sich jeder ein Stück vom Kuchen geholt. Vor allem die zerfallen nicht, das macht mich verrückt. Ja, eigentlich sollten sie schon langsam zerfallen. Die Zeit kommt langsam. Jetzt haben türkische Patrioten das Land erobert. Ich gehe da schon hin. Ja, nehmen wir es mal an. Noch besser. Hier kriegst du einen Militärzugang. Also wenn du mir nochmal den Krieg erklärst, hast du minus 3 Stabilität. Georgien wird vor allem immer mächtiger und mächtiger. Georgien ist echt interessant stark für dieses Spiel. Ich habe selten ein so starkes Georgien gesehen, wie ich schon häufig sagte. Yeah, wir haben Tech 16. Also, neue Einheiten. Oder auch nicht. Wo denn? Ah. Neue Kavallerie. Nett. Damit stehe ich hier technisch gleich wie die Mamelucken. Gut. Oh mein Gott. Bald fängt übrigens die Reformation an. Leichte Auswüchse mit den Hussiten sieht man ja jetzt bereits. Schau mal da. Wo denn? Auf Kreta und auf Treviso bisher. Aber die richtige Reformation kommt ja noch.
So. Dein Land ist religiös sowas von gespalten teilweise. Jo mai. Wie schaut es kulturtechnisch aus? Mhm. Deine Kultur ist trotzdem noch ziemlich mickrig. Oh nee, erobert jetzt Schweden an, ne? Ja, klar. Die Wirkung muss ich. Hat's ja ganz schön angenehm. Mhm. Frag mich sowieso, was Genua davon hat mit der Provinz. Die ist sehr arm, liegt irgendwie ziemlich am Schuss der Welt und ja, ich weiß nicht. In Kaffa haben sie die Kultur ja schon zu ihrer Kultur geändert. Da waren ja auch mal Griechen. Ja, ein sehr schwaches Byzanz steht vor uns. Ein Reich auf tönernen Füßen. Oh, ich bekomme wirklich nicht mehr. Hast du gesehen? Interessant. Zeta gehört Kroatien. Wie ist denn daran angekommen? Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Die eine Provinz Oletien von deinem Vasall, der Walachei, könnte wieder an die Walachei fallen. Yeah! Ungarn sieht sowieso sehr interessant aus. Warte mal. Kastilien ist gelandet auf England? Ich will nicht wissen, wie die das hinbekommen haben. Boah, ja, Hilfe, Kastilien ist stark. Kastilien erobert auch gerade Portugal. Ah ja, während Litauen sein Marokko verliert. Yeah! Wir kennen jetzt einen Teil der Welt. Jetzt könnt ihr erstmal Indien sehen. Mhm. Dili. Sind es ziemlich stark, erstaunlich stark. Tibet. Vietnam. Mhm. Wo sind China? China ist scheinbar der Han hauptsächlich. Und die Jin scheinen auch stark zu sein, obwohl wir sie nicht sehen. Delhi, Sind. Also auf der Religionskarte dominiert eindeutig der Islam. Nein. In Indien. Gibt ja kaum noch Hinduisten. Ach, sind wir gleich am Ende schon. Mhm. Das Wahnsinn. So wie es jetzt kann nicht geschehen. Also wenn es weitergeht, dann wird jetzt bei Byzanz stückelweise aufgelöst. Oh, Rebellen, welche denn? Griechische Patrioten, yeah. Sehr gut. Wenn es weitergeht, wird mein Reich entweder stückelweise zerlegt oder ich überlebe bis 1820 ohne nennenswerte Expansion. Naja. Das ist eine gute Frage, was jetzt der Fall sein wird. Dein Ziel war es ja, das Römische Reich wiederherzustellen. Denkst du, du kriegst das noch hin? Boah, keine Ahnung, wenn diese Reiche sich nicht hängen, wenn ich nicht zu den Eroberungen mal komme, wird es schwer. Vielleicht wird es bald möglich sein, gegen die Mamelucken zu kämpfen, um dein Reich zu expandieren. Ich weiß nicht, die zerbrechen einfach nicht. Gegen den Westen hast du momentan keine Chance und du hast Einstabilität verloren. Ja, okay. Dann haben wir mal die 30 Minuten. Also, Jiete verloren hat sich jetzt nicht sonderlich viel geändert. Ob sich jemand hier kommt, sonst viel ändern, das sehen wir noch. Wow, dann bis zum nächsten Mal. Jo, ciao.